So, hi, ich bin der Janis von 3 Millionen. Wir sind hier gerade im Kulturpalast in Wiesbaden und ich habe hier die Chance mit Fuck Money Attitude zu sprechen. Vielen, vielen Dank erstmal für diese Chance und für die Ehre. Ja, vielleicht, wir wollen halt ein bisschen über Kreativität sprechen. Also da mich Kreativität eigentlich schon mein ganzes Leben lang begleitet, was auch sich negativ auf Schulnoten und sonstiges ausgewirkt hat, was bestimmt jeder Musiker oder Künstler kennt, weil ihm einfach die Kunst wichtiger ist. Deswegen möchte ich vielleicht ein bisschen objektiver drüber sprechen, weil Kreativität halt so seine beiden Seiten hat. Also ich finde, Kreativität kann was sein, was Leute zusammenbringt, wie zum Beispiel hier auf einem Konzert, wo Leute hinkommen und ja, und das geil finden, was die Künstler da abliefern irgendwie auf der Bühne. Es kann aber auch genauso Leute entzweien, weil einfach andere Geschmäcker bestehen vielleicht, ja. Da gibt es halt dann solche und solche Seiten, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, Kreativität begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Ich habe damals angefangen, Theater zu spielen in der Schule, habe dann damit aufgehört irgendwann, bin dann zum Gesangsunterricht in der Frankfurter Oper gekommen. Damit habe ich aufgehört, weil es in der 4. Klasse nicht so wahnsinnig cool ist, zu sagen, dass man in der Frankfurter Oper singt. Was im Nachhinein auch wahnsinnig schade gewesen ist, weil ich bestimmt da auch hätte mehr draus machen können. Letztendlich habe ich mich dann fürs Schlagzeugspielen entschieden, dass das meiner Kreativität am besten Ausdruck verleiht. Ansonsten schreibe ich ja auch noch die Texte für 3 Millionen zum Beispiel, die auch so sehr viel mit alltäglichen Problemen, mit Sachen, die mir selber passiert sind. Ich finde, es gibt auch so viele schlimme Dinge, die auf der Welt passieren, dass man sich da jetzt nicht unbedingt noch weitere Sachen ausdenken muss, um da einen Songtext zu schreiben. Und wie gesagt, ich nehme da schon die Sachen, die mir passieren und die Erfahrungen, die ich halt einfach bis jetzt mitnehmen konnte. Klar, für manche Leute ist es dann, da sagt man dann, ja, okay, du bist jetzt erst 24 Jahre alt und wie viel Erfahrung hast du jetzt schon in deinem Leben gesammelt? Aber ich finde halt auch, dass junge Menschen krasse Erfahrungen machen können. Seien das jetzt zerbrochene Liebschaften, Beziehungen, sonst irgendwas. Also ich finde, da gibt es einfach ganz, ganz viele Erfahrungen, die man da halt machen kann, die man da vielleicht gemacht hat und ja, worüber es sich dann lohnt zu schreiben und es anderen Leuten mitzuteilen. Und ich war schon immer jemand, der sich gerne anderen Leuten präsentiert hat, der da einfach Spaß dran hatte und dem das auch wichtig gewesen ist, wie andere Leute einen selber sehen und auch das dann positives Feedback dazu zu bekommen. Und letztendlich ist die Musik dann das gewesen, worin ich mich am besten ausdrücken kann und was auch so am besten ankam dann von den Sachen, die ich gemacht habe. Ja, und letztendlich bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Band läuft gut, soweit. Klar, ist stressig und so, wenn man halt versucht mit einem zweiten Standbein wie der Uni oder Arbeit oder sonst irgendwas. Aber ich finde, das ist einfach das, was einen selber ausmacht, so die Kunst. Also es gibt halt Leute, die sind gut in ihrem Bürojob und es gibt Leute, die sind halt eben künstlerisch veranlagt. Und ich finde dann eben, das ist dann sowas, was letztendlich, was so die Pflicht ist, irgendwie an die Welt halt nach draußen zu tragen, weil letztendlich ist es ja irgendwie, das ist ja, wir sind ja eine Erde, ein Planet, irgendwie eine Rasse sozusagen, wenn man so will. Ich finde halt, wir tragen alle dazu bei, dass alles so ist, wie es halt ist. Und wenn sich da jemand rausnimmt, dann wäre es ja letztendlich nicht die Welt, die wir so kennen. Das klingt jetzt auch irgendwie so. Na gut, ich bin abgeschweift, abgeschwiffen. Nee, das sind jetzt so mal so ein paar Gedanken so während einem Bierchen nach der Show. Ich habe heute sogar tatsächlich fast mein Augenlicht gegeben für diese Musik.
als mir der Stick beim vorletzten Song gebrochen ist und mir dann die Hälfte davon ins Auge geflogen. Deswegen ist mein Auge auch so ein bisschen rot. Aber ja, also ich hoffe, dass ihr vielleicht da aus meinen verbalen Ergüssen da etwas für euch mitnehmen konntet. Und hört euch auf jeden Fall unsere Musik an. Es würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal auf einer Show von uns wieder.